Guten Morgen und einen grandiosen vierten Advent wünsche ich dir. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute da bist. Und um ganz entspannt in den Tag reinzustarten, leg deine Hände gerne einfach wieder einmal auf die Knie ab und lass uns einen tiefen Atemzug gemeinsam nehmen. Durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Schultern locker lassen, öffne deine Augen gerne, wenn du magst. Und wir sind voll hier. Heutiges Thema ist die Dankbarkeit. Und es ist so, so schön, dass du heute hier bist. Dafür bin ich extrem dankbar. Denn es ist jetzt schon der vierte Advent und es ist so krass, wie schnell diese Zeit jetzt einfach schon wieder vorbeigegangen ist. Und dafür einfach mal von Herzen zu dir ein ehrliches Danke, dass du diese Reise hier mit mir zusammen gehst. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Und wir kommen zurück zu unserem heutigen Impuls, die Dankbarkeit. Und dafür brauche ich deine gesamte Aufmerksamkeit. Bist du hier? Sehr gut. Denn Dankbarkeit ist der wohl einfachste, effektivste und schnellste Weg, um für dich persönlich Glück und Zufriedenheit zu empfinden. Denn du realisierst und machst dir selber klar, was in deinem Leben bereits alles richtig geil läuft, worauf du stolz sein kannst und vor allem, was dich einfach glücklich macht. Und dann bist du dankbar für genau diese Dinge. Und das kann alles sein. Du kannst für so, so viele Dinge dankbar sein. Für Menschen, die dich umgeben, die dich täglich supporten. Für Orte, an denen du sein darfst. Für Dinge, die du nutzen kannst. Für frische Luft im Wald zum Beispiel. Für frisches Wasser. Für Wasser, was du einfach aus dem Wasserhahn nehmen kannst, trinken kannst, sauberes Trinkwasser zu haben. Oder dass du jetzt gerade die Möglichkeit besitzt, dir diesen Impuls hier auf deinem Handy, auf deinem Laptop, auf deinem Tablet, was auch immer, anzuschauen und die Gedanken wahrzunehmen. Es gibt so vieles, wofür du jetzt gerade dankbar sein darfst. Und wenn du magst, lass uns daraus einfach so eine kleine Übung machen. Und dazu setz dich einfach einmal aufrecht hin, schließ gerne deine Augen, wenn du magst. Die Hände wie in unserer Anfangsübung einmal auf den Knien ab und dann atme tief durch die Nase ein, durch die Nase aus und spür einfach in dich hinein, wofür du jetzt gerade dankbar bist, in diesem Moment. Für welche Person? Was erfüllt dich mit Freude? Purem Glück. Und worauf freust du dich am heutigen Tag besonders? Es ist Sonntag, der vierte Advent. Du hast Zeit. Du kannst diesen Tag ganz entspannt verbringen. Worauf freust du dich heute besonders? Visualisier das gerne mal vor deinem inneren Auge. Und spür mal in dich hinein, welche Gefühle, welche Emotionen damit verbunden sind. Fühl dich richtig in diese Situation hinein, auf die du dich heute besonders freuen kannst. Und sei bereits jetzt dankbar für die Erfahrung, die du dadurch machen darfst. Als wäre das bereits passiert. Du hast die Situation vor dir im inneren Auge visualisiert und hast die Gefühle, die Emotionen, die damit verbunden sind, in dir gespürt, in dir wahrgenommen. Und jetzt sei mal bewusst dankbar für diese Gefühle, für diese Erfahrung, die du heute machen darfst. Und dann nimm mit mir zusammen gerne noch einmal einen tiefen Atemzug durch die Nase ein. Und durch die Nase aus. Lass die Schultern locker. Und wenn es sich gut anfühlt, kannst du deine Augen sehr gerne wieder öffnen. Und wir sind wieder voll hier. Wir sind voll hier, sind voller Dankbarkeit und voller Glück. Und vielleicht hast du jetzt gerade auch gespürt, was ich damit meine. Dass Dankbarkeit einfach der schnellste, einfachste und effektivste Weg ist, deine Energie anzuheben und dieses Glück in dir wirklich zu spüren. Weil du kannst durch Dankbarkeit einfach so viel Glück für so viele Dinge in deinem Leben empfinden.
Und ich habe noch eine kleine Aufgabe für dich, wenn du magst. Denn wenn das Video gleich vorbei ist, nimm dir nochmal ein, zwei Minuten nur für dich und bevor du aufstehst, bevor du durch deinen Tag gehst, nimm mal einen Zettel und einen Stift zur Hand oder vielleicht auch dein Tagebuch, wenn du eins führst, und dann schlägst du das auf und notierst dir die Dinge, die du gerade in der kleinen Dankbarkeitsmeditation gefühlt hast oder gespürt hast, für die du dankbar bist. Schreib dir das sehr gerne einfach mal auf, egal wie viele das sind. Ob es 2 oder 3 sind oder ob es vielleicht 5 oder 10 sogar sind. Schreib dir das einfach auf, ob es Stichpunkte sind, ganze Sätze, das ist ganz dir überlassen, wie sich das für dich richtig anfühlt. Und dann schau mal, was das mit dir macht. Denn wozu ich dich hier gerne inspirieren möchte, nimm dir täglich Zeit, um dankbar zu sein. Um dir kleinste Dinge rauszusuchen, für die du dankbar sein darfst. Denn das hebt deine Energie. Und ich mache direkt wieder den Anfang. Denn ich persönlich bin heute extrem, wirklich extrem dankbar, dass du hier bist. Das meine ich total ernst, denn es ist überhaupt nicht selbstverständlich und ich weiß das so sehr zu schätzen, dass du diese Reise mit mir zusammen gehst und wirklich täglich hier bist, dir die Adventsgedanken anhörst, die Impulse für dich mitnimmst und mir das dann auch wieder als Feedback zurückgibst, die Energie, die ich dir täglich rüberschicke und hoffe, dass sie dich erreicht, dass sie für dich spürbar ist, dass ihr mir das dann als Feedback wieder zurückgebt und mir dann auch signalisiert, dass die Energie wirklich bei euch ankommt, dass die Impulse was bei euch bewirken, dass die Adventsgedanken euch im Alltag helfen für mehr Achtsamkeit, für mehr Energie und für mehr Freude in deinem Tag. Und das erfüllt mich total. Das ist einfach so, so schön und dafür bin ich unfassbar dankbar. Deswegen ganz, ganz großes Danke an dich und ganz viel Energie für dich. Und was ich dir heute noch mitgeben möchte, es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Lass das sehr gerne mal sacken. Nimm diesen Impuls heute mit in deinen Tag und ich wünsche dir einen wunderschönen 4. Advent. Genieß deinen Sonntag heute. Geh vielleicht noch raus, tank ein bisschen Energie. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Wir starten in die Weihnachtswoche rein. Es wird ernst. Und deswegen füll dich heute nochmal mit Energie auf. Füll deine Speicher auf. Genau deswegen heute auch diese kleinen Dankbarkeitsübungen. Ein bisschen längeres Video. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir einen wundervollen 4. Advent. Dein Niklas. Bis morgen. Ciao. Danke.